Herzlich willkommen zurück zu Super Luigi Galaxy und ich habe den Bosskampf off-cam gemacht und nun mal sehen, was Rosalina sagen wird. Willkommen zurück. Ich wusste, dass du schließlich zurückkehren würdest. Schau auf den Boden zu deinen Füßen. Dies ist die Zahl für die Sterne, die du noch brauchst, um in die andere Welt zu gehen und für mich auf ein Date. Du verstehst mich doch, Luigi, oder? Aber bist du das wirklich du? Ja, das sind die 16 letzten Sterne, die wir brauchen und was will der Toad von mir? Hier ist ein Brief von Luigi, oh. Hab den Stern, aber jetzt komme ich nicht mehr zu... Oh, stimmt, die müssen wir auch noch machen, die habe ich komplett vergessen. Ja, können wir ja währenddessen mal machen, wenn wir mal keine lila Kometen haben, das wird noch bestimmt noch passieren. Aber ich habe eigentlich jetzt vorgenommen, die lila Kometen jetzt zu machen. Wie in der ersten Galaxie, in der allerersten, wo wir auch begonnen haben und unseren zweiten Stern bekommen haben. Ja, unseren zweiten, nicht den ersten. Anflug auf lila Komet. Ja, Luigi, nicht mal lange. Dann hast du ein Date mit Luigi. Mit Luigi selber, ich meine mit Rosalina. Lila Münzen im Eiersternhaufen. Ich weiß, dass die lila Münzen mich richtig abgefuckt haben. Und ich hoffe, dass es mit Luigi nicht so schlimm sein wird. Problem ist, er rutscht ja. Und sagen wir mal so, es ist schlimm. Ein rutschender Luigi ist ein rutschender Gefahr. So, ja. Genau, deswegen schon. Und ich bin generell kein Fan von den lila Münzen. Es war eine nice Idee, ganz ehrlich. Hätte man auch für Komete einfach so machen können. So, hier nochmal in jede Welt Kometen. Sagen wir mal so, es kommt darauf an. Naja, letztendlich sind die im Spiel und das heißt, wir müssen die sammeln. Das heißt, es gibt keinen Gemecker, sondern wir machen es einfach. Also hoppi hopp, auf zur nächsten Galaxie. Die Hälfte haben wir schon mal, perfekt. Und hoffentlich wird das nicht so ein Fail wie ja, Mario Galaxy, wo ich sofort schon gefühlt 10 Minuten für die erste Galaxie gebraucht habe. Das war echt bitter, Leute. Aber wenn es passiert, dann passiert es halt. Das ist das Ding, wenn ihr versteht. Also, alles gut. So, jetzt muss ich nochmal dahin. Weil hier sind jetzt diese Abkürzungen, die wir jetzt nehmen. Zum Beispiel, jetzt müssen wir hier rein. Und am Ende, glaube ich, da nochmal rein oder so. So, jetzt da. Bam, 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 bam. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich diesen hier nehmen, oder? So, wo ist die... Wo kommt man hier weiter? Hier. Genau, jetzt muss ich nämlich den hier nehmen. Um die letzten lila Münzen zu bekommen. Und da haben wir es schon geschafft. Und unsere Capture-Karte kackt schon wieder ab. Mann, oh Mann, was ist das Problem letzter Zeit? Was ist das Problem letzter Zeit mit der Capture-Karte? Normalerweise hat die es vor kurzem noch nie gemacht. Oder halt, sagen wir mal so. Es kam sehr, 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 sehr. Und ich kann das noch so oft sagen, wie ich will. Lang nicht mehr vor. Und jetzt plötzlich halt schon zweimal hintereinander. Das ist halt schon komisch, ganz ehrlich. Vielleicht stecke ich die nochmal aus und an nach diesem Part und mal versuchen. Oder halt komplett nochmal ausstecken und so. Aber das versuche ich mal im nächsten Part. Oder bevor ich den nächsten Part anfange. Aber zudem machen wir nämlich die lila Kometen jetzt. Der 105. Stern. So, jetzt müssten überall Kometen aufgetaucht sein, aber komm. Ich hatte gerade einen Schreck bekommen, weil ich dachte, warte mal, wir haben den Kometen hier nicht. Was ist das? Ich hatte gerade richtig Angst, Leute. Richtig, richtig Angst. Ich dachte so, scheiße, ich habe doch nicht die 100% bisher geschafft. Oh, shit, man.
Naja, dann, ja, komm, holen wir uns ganz schnell hier den Luigi. So oder so müssen wir das eh machen, also kommt es auch nicht drauf an, wann wir es machen und so. Aber je schneller eigentlich, desto besser. So, das schon mal Luigi, perfekt. So. Zum Glück weiß ich noch den Weg. Sagt er, und jetzt weiß ich den Weg doch nicht mehr. Aber es müsste durch das, diese Piranha sein. Ich meinte natürlich, es muss durch, es muss durch, Leute, ich bin überfragt, sorry. Jetzt mal ganz kurz, no joke, wie komme ich da hin? Nee, jetzt mal kein Scheiß, wo komme ich da hin? Das ist doch jetzt ein schlechter Witz, oder nicht? Ja, zum Schloss, aber ich will zur da gegenüberliegenden Seite. Bin ich jetzt gerade dumm? Hä? Sorry, Leute, aber kein Scheiß, ich komme gerade da nicht hin. Oder muss ich dann nach da oben? Okay, so langsam reicht es mir, diese Piranha hier. Und wo komme ich denn jetzt da rein? Mich ja auch nicht daran. Hä? Jetzt mal ganz kurz, Leute. Bin ich ernsthaft zu dumm dafür? Anscheinend bin ich wirklich zu dumm gerade dafür. Ja, Luigi, stell dich mal nicht an. Komm. Wir haben eigentlich einen Zeitauftrag. Die Lila-Kometen sind viel wichtiger als diese Scheiße hier. Wieso musst du dich auch hier verirren und kein Nix-Könner zu sein? Und dann muss ich halt wirklich da durch. Aber das wäre jetzt richtig großer Fail von mir. Aber hier war doch eine Piranha-Pflanze. Oder war das erst in einem anderen? Kann zwar sein, aber mich macht das jetzt hier wirklich verrückt. Mich macht das gerade wirklich verrückt, Leute. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Und mich fuckt es jetzt schon wieder ab, weil Luigi einfach so dumm ist. Jetzt nicht unser Luigi hier, sondern... Ja, okay, das regiert das Land. Und mich regt es gerade nur auf, dass hier kein scheiß Weg dahin führt. Weil dahin fliegen kann ich never. Mann, du Idi, wieso bist du so ein scheiß Trottel? Nein! Mann, jetzt vergolde ich hier 10 Minuten schon gefühlt für diese Scheiße hier. Und ich weiß, ich habe gerade schon sehr oft Scheiße gesagt, aber das kann man nur Scheiße nennen. Hier komme ich doch zum Weg. Wie heißt das? Wenn das hier der richtige Weg ist, dann muss ich ehrlich sagen, wow. Wenn nicht, dann google ich das gefühlt oder schaue meinen alten Let's Play nach. Okay, Leute, ich sag mal so, wir sehen uns gleich. Ja, was soll ich sagen? Wir sehen uns gleich bei der Stelle. Bis gleich, Leute. Ja, Leute, so kommt man hier rauf. Super, oder, Leute? Super. Und ganz ehrlich, das ist das Schwachsinnigste, was ich jemals gesehen habe. Weil ich dachte, man kann da gar nicht rauf, weil hier muss eine Ranke raufführen. Aber nein, muss ja nicht. Naja, ich habe es jetzt geschafft. Solange mir jetzt nicht so ein
Fail wie damals vorkommt, wo ich hier Luigi abgemacht habe und in den Tod gestürzt bin, soll's mir recht sein. Aua, aua, ja, hallo ich, ja, ist ein Riesenkäfer weg, lass uns den Bauernstern nehmen, aber bitte nicht schlagen, ich weiß, dass ich ein Trottel bin, also bitte nicht schlagen. Luigi, ich würde so gerne meine Hand ausholen und dir so eine Batsch geben und ja. Oh, glaub mir, das würde ich gerade zu gerne tun. Dieser Vollhund kann gar nichts. Nix, Leute. Naja, egal. Machen wir mit den lila Münzen weiter. Ich weiß, das wird mir nichts gefallen, weil lila Münzen echt schrecklich sind. Auch in die nächste Galaxie, wo ich jetzt sofort hingehen will. Und ich hoffe, dass das die Galaxie ist. Oder die es gibt. Doch bevor ich noch irgendwas mache, muss ich mit diesem lieben Doppelgänger Luigi reden, ob der nicht noch einen Stern für mich hat. Sorry. Ah, ich bin fix und alle. Der restliche Bauernstern überlasse ich dir. Danke, Luigi. Jetzt hast du endlich mal begriffen, dass du ein Nixkönner bist und dass du mir die ganze Sache überlassen sollst. Dein Doppelgänger. So, ich nehme nämlich die Küche, weil die Küche hat einer der schlimmsten Sterne oder lila Münzen der Welt. Wo sehr viele Leute auch, sagen wir mal so, verkacken können. Hohes Fail-Potenzial. Und da ich so viele One-Ups noch habe, nehmen wir das natürlich als erstes. Ich glaube sogar, ich habe es im ersten Versuch damals geschafft, im Mario Galaxy. Also mal schauen, ob ich das mit Luigi genauso hinkriege. Was mal, Glasstrand-Galaxie? Ich dachte, die Phantom-Galaxie. Nein, kein Glasstrand. Nein, kein Glasstrand. Nein. Sorry, Leute, da verpisse ich mich doch nochmal. Und gehe in eine andere. Weil Glasstrand ist für mich wirklich der Horror. Ich glaube, dafür bin ich heute nicht bereit, um meine Nerven ins Wasser zu tauchen. Die Herbstwald-Galaxie ist genauso scheiße, aber ist besser als die anderen Galaxien, als Glasstrand oder so. Also alles gut. Lila Münzen im farbenfrohen Wald, der Kopie der Honigwall-Königbienen-Königreich-Kopie gefühlt. Ah nee, aber das ist cool, glaube ich. Ja, natürlich, man geht da hoch. Das ist mindestens cool. Warte mal, hat man nicht sogar Zeitdruck in diesen... Ich nehme das Wort Zeitdruck nie wieder in meinen Mund. Und diesen Fail nehme ich im Kauf, weil ich echt dumm war. Ich hasse Zeitdruck wie die Pest, Leute. Das wisst ihr aber auch. Ich hasse Zeitdruck wie die Pest. Wieso macht ihr das mit mir? Luigi Galaxy, wieso macht ihr das mit mir? Ihr wisst doch ganz genau, dass ich lila Münzen hasse. Und dazu ist doch Zeitdruck einfach schrecklich. Also, wieso tut mir das an? Lila Münzen sind schrecklich, doch ich mache es einfach dennoch, weil ich die 100% haben will, weil die 100% mir an den Nerven gehen. Dam, dam, da, dam, dam, die 100%, die möchte ich wirklich sehr gern in mein Portemonnaie haben. Und deshalb sammle ich alle 100 Münzen. Und lass es so drauf ankommen und es ist mir schnurzegal, was man dazu sagt. Schnurzegal und ich bin ein Vollhonk, weil ich ein Vollhonk bin. Weil ich ein voller Honk bin. Ich bin ein Vollhonk. Dieser Song ist der schlimmste, den ich jemals gemacht habe. Aber warum mache ich das? Wieso muss jetzt mein Goldschmidt reinkommen?
bald erhältlich auf Spotify, Leute. Ihr wollt auch schon immer so einen schönen Song haben. Für lila Münzen. So, 20. Alter, ich kotze hier am Strahl, Leute. Ihr versteht das, oder, Leute? Komm, eine Minute für 10. Hauptsache ist das eine coole Sache, diese lila Münzen, finde ich. Also, jetzt in dieser Galaxie. Anstatt die ganze Galaxie einfach abzusuchen. Weil ich hätte jetzt auch nichts dagegen, auch wenn ich mich wahrscheinlich so oft aufregen würde, die ganze Galaxie mit einem Leben. Und alle lila Münzen. Ich weiß, es könnte sehr hohes Rage-Potenzial haben, aber das wäre was anderes, als wirklich nur die ganze Glasstrand-Galaxie abzusuchen. Ohne Zeitdruck, ohne alles, wenn ihr versteht, Leute. Klar, ich finde Wasser eh, da können die es auch machen, nur ohne was einfach absuchen. Aber zum Beispiel hier hat man Zeitdruck, was ich auch echt gut finde, um ein bisschen nochmal an den Nerven zu ziehen. Fan bin ich ja eigentlich davon nicht, Leute. Aber man muss es ja auch mal loben. Und nach diesem scheiß Fail mit dem Bienenkönig, mit diesem Honigbienenkönigreich, habe ich mir echt viele Minuten ja aufgefressen haben. Und ich weiß, dass es kein Deutsch war, Leute. Bitte verklagt mich nicht. So, jetzt kommt nämlich das Nervigste. Und das wäre, wir dürfen jetzt immer wieder zur Sterntafel gehen und ja, schauen, wo ein lila Komet aufgetaucht ist. Und ich hasse das. Warum muss das jetzt genau hier da sein? In den zwei ähnlichsten Welten und dann noch in der Welt, wo ich verkackt habe. Ernsthaft, Spiel? Ich habe keinen Bock auf dich. Aber okay, dann habe ich diese schreckliche, liebevolle Welt hinter mir. Und ich habe das Gefühl, das frisst wirklich noch ein paar Minuten hier oder sehr lang. Okay, dann sammeln wir erstmal die ein, weil hier müssen wir eh als später als Bienen-Luigi zurück. So. Ich weiß nämlich nicht, ob hier auch welche drin sein können. Das weiß ich im Moment nicht. So, mit Luigi ist das mindestens noch einfacher, finde ich. Weil Luigi so weit springen kann. Ich meine, so hoch springen kann. Und ich so viel einfacher aber auch an die Münzen rankommen kann. So, die Münze ist skillig geholt. Mal, Luigi, jetzt zeigst du doch ein bisschen Skill wieder. Finde ich gut. Mit der Fail-Katastrophe am Anfang. Hier wollte ich sicher sein, ob hier wirklich nichts ist. Jetzt muss ich hier hoch. Oh, da ist eine lila Münze. Nein, ich will nicht ein Salto da machen. So, jetzt ist meine Frage. Ich glaube, du bist das hier, oder? Nee, hier muss doch noch irgendwo Bienen-Luigi sein. Nee, eben nicht. Okay. Das heißt, damit meinte ich das wohl mit. Hier muss eine Ranke sein, Leute. Und das haben die echt scheiße gemacht, aber es geht. Okay, jetzt packt es mich doch hier ab. Ja, komm, dann haben wir das gleich schon mal hinter uns. Ja, hoch kommen wir eh nicht mehr.
Und Luigi, wieso mache ich, wenn ich... Wieso machst du eigentlich immer, wenn ich ja im Kreis gehe, immer diese Kreisbewegung noch dreimal hintereinander, obwohl ich schon loslasse? Wäre schön zu... Okay, Leute, wir sehen uns gleich an dem Punkt wieder, weil ich glaube, ihr wollt nicht sehen, wie ich das nochmal mache. Deswegen, wir sehen uns gleich an dem Punkt wieder. So, Leute, so wären wir wieder hier. Ich habe auch schon die Münze da oben geholt. Wir haben jetzt genau 35 wieder. Und genau deswegen mag ich einerseits die Münzen nicht. Ich meine, bei so einer Galaxie jetzt, wie wir die vielleicht noch bekommen werden, ist es nicht schlimm. Weil ein Fail da halt auch so gesehen heißt, wenn du eine lila Münze verpasst oder einmal runterfällst, musst du neu machen. Das ist nicht so schlimm. Doch in so einer normalen Welt halt hier. Hm. Das wäre die Frage für mich. Aber ist ja nicht so schlimm. Ja, mich regt es irgendwie nur, oder... Mir kommt so wenig Münzen vor im Moment. Das ist noch so schlimm. Und erst die Hälfte, deswegen verwirrt mich das. Als ja jetzt oben jetzt so 10.000 sind. Noch die Hälfte. Naja, ein Fail kann auf jeden Fall für lila Münzen sehr schmerzhaft sein. Und echt... den Spielverlauf, sagen wir mal so, beeinflussen, weil man wirklich keinen Bock mehr hat, wenn man nach zweimal noch schon gefailt haben, die ganzen Lila-Münzen schon wieder sammeln muss. Ich spreche aus Erfahrung, Leute. Wer Mario Galaxy von mir geschaut hat, weiß, was ich meine. Dort hatte ich ja ernsthaft richtig gestruggelt mit den Lila-Münzen. Oh nein, da habe ich eine Lila-Münze vergessen. Soll ich die jetzt schnell holen? Ich weiß es nicht. Ja, ich muss sie ja holen. Also so oder so muss ich die irgendwann holen. Dann dürfen wir halt wieder hochrennen, weil, ja, weil das ja so lustig ist. So. Einerseits mag ich auch die Lila-Münzen nicht, weil es einfach... Ich glaube, man sieht es hier, du musst den Weg jetzt schon wieder hochlaufen. Das heißt, ja, du darfst den ganzen Weg jetzt wieder von da hinten bis nach da hinten hochlaufen. Was ich einerseits... absolut nicht mag, weil so strecken die das schon wieder so lang. Okay. Einerseits ist es nicht so schlimm, weil ich da jetzt gerade die Lila-Münzen verpasst habe und wenn ich jetzt gestorben wäre, ich glaube, ich hätte den Controller aus dem Fenster geschmissen und hätte für heute Schluss gemacht. Okay, wir sind da. Noch 21 Münzen. Ist doch schon mal gut, Luigi. So. Wenn ich jetzt diese verpassen will. So, jetzt gehe ich schnell da hinten hin. So sind schon mal... Ich dachte gerade, da hinterm Wasserfall ist noch eine und ich... Dann hätte ich wirklich das geschnitten nochmal für euch, weil ich glaube, den ganzen Weg hätte ich euch jetzt nicht angetan. Und hier hätte ich auch nichts angetan. Ich meine wirklich, wenn ich das... Ich glaube, ich hätte das genauso für euch geschnitten. Die Mühe mache ich. Mache ich mir... Hä? Du bist irgendwo Bienen-Luigi und ich weiß davon nichts, oder wie? Oder muss ich hier durch, um weiterzukommen?
Okay, okay, alles gut, Leute. Alles gut. Ich dachte schon, nein. Ich hab verkackt. Nein, nein. Oh mein. Nee, Leute, wir sehen uns genau an dieser Stelle wieder. Genau an dieser Stelle. Das ist jetzt mein Fail und wir sehen uns gleich da wieder. Bis gleich. So, Leute, ich bin wieder angekommen. Man merkt es vielleicht an meiner Stimme. Ich bin echt zerstreut deswegen. Schaut mal, ich hätte es geschafft. Ja. Und der Stern ist am Anfang. Der Stern ist am Anfang. Okay, Nintendo. Eine Sache müsste ich jetzt mal ganz kurz klarstellen. Habt ihr während der Arbeit irgendwas konsumiert, was nicht legal ist? Und das meine ich jetzt mal ganz kurz ernsthaft. Man muss erstmal nach da. Dann darf man da wieder runter. Dann muss man die. Guck mal, man muss hier nach da, nach da. Dann muss man wieder hier rein. Dann muss man da raus. Dann wieder hier rein. Oh mein Gott, das nervt. Ich meine, gerade wirklich, haben die gerade irgendwas genommen? Naja. Wir haben den Stern. Leute, ich nehme 40 Minuten auf. Ihr werdet ja am Ende sehen, wie viel ich weggecuttet habe. Echt, wie viel. Es ist nicht spaßig, Leute. Deswegen meine ich, lila Münzen. Die werden mich innerlich zerstören. Naja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Und wenn ihr noch mehr lila Münzen-Rage haben, verpassen wollt, dann abonniert ihr gerne den Kanal, um nichts zu verpassen. Dann würde ich sagen, bis dann und ciao, ciao.